Ja, hallo, ich darf euch heute herzlich begrüßen zum zweiten Vortrag in diesem Raum. PostgreSQL, typische Performance-Optimierungen von Hans-Jürgen Schönig. Wir haben hier das Glück, einen sehr erfahrenen Vortragenden zu haben, der schon 20 Jahre im Consulting-Bereich mit PostgreSQL arbeitet, aber auch viel von seinem Wissen bereits in über 10 Büchern zum Thema schon weitergegeben hat. Und ja, ich freue mich schon, was zu lernen über typische Performance-Optimierungen. Bitte, Hans-Jürgen. So, hallo allerseits und danke an alle, die trotz Sonntag und schönem Wetter, also trotz Samstag, heute ist Samstag, oder genau, die trotz Samstag und schönem Wetter herkommen sind, um sie das anzuschauen. Das ist heute einmal zur Abwechslung einmal auf Deutsch, das Ganze. Ja, das Thema des Tages, typische Performance-Optimierungen in Postgres, legen wir mal los. Kurz zu mir, ich bin seit 1999 Vollzeit quasi im Postgres-Business tätig. Wir bieten im Wesentlichen Postgres-Consulting für Firmen auf der ganzen Welt. Also wir haben einige der größten Postgres-Installationen betreut. Und ja, wie man sieht, wir sind doch recht international mittlerweile und wie gesagt, bieten alles von Clustering über 24/7 etc. So, legen wir mal los. Welches Problem wollen wir denn eigentlich lösen? Das typische Szenario ist meistens, dass sich irgendjemand meldet und sagt, das ist alles so langsam. Ne? Und dann gilt es meistens herauszufinden, was ist denn alles, was ist denn langsam, was ist denn die Erwartungshaltung und ganz allgemein, was tust du denn da eigentlich? Ne? Das sind so meistens die Dinge, die es gilt herauszufinden. Und die haben wir für diese Session einfach einige Themen rausgesucht, die, naja, sagen wir mal so die typischen Fälle, die man oft sieht. Das ist natürlich in keinster Weise vollständig, aber es sind doch einige Dinge, die vielleicht durchaus recht interessant sein könnten. Also schauen wir uns das vielleicht mal kurz im Detail an. So, das Performance-Thema als Ganzes ist eigentlich aus meiner Sicht ein sehr vielfältiges. Also es gibt alles, was irgendwie langsam sein kann. Also von Hardware über Software, über Applikationen, über Anbindung, über Latency, über Replication, über Queries, über was auch immer. Das heißt, es gibt haufenweise Dinge, die langsam sein können. In der Praxis ist es allerdings so, dass meistens, also in den überwiegenden Anzahl der Fälle, nicht die Database Engine schuld quasi an der Langsamkeit ist, sondern dass es entweder sehr seltsame Anforderungen gibt oder dass einfach irgendwelche Sachen einfach wirklich, wirklich scheiße gemacht sind. Das heißt, in diesem Sinne, die Database ist langsam. Wo ist dieser magische Performance-On-Schalter? Der magische Performance-On-Schalter sitzt meistens vorm Rechner und nicht im Rechner. Und das gilt eigentlich für alle Branchen, das gilt eigentlich für alle Betriebsgrößen. Also ich sage es immer so, das ist eigentlich das Thema, das die Menschheit eint. Nicht? Also es gibt keine Sprachgrenze, es gibt keine Religionsgrenze, es gibt keine ideologische Grenze. Es schreiben alle Scheiß-Queries. Nicht? Das heißt, in diesem Sinne wollen wir uns einige dieser Dinge vielleicht ein bisschen im mehr Detail ansehen. So. Wie läuft so ein typisches Consulting-Ding ab? Es läutet das Telefon und dann geht es darum, also wir müssen das RAID-Level optimieren und haben wir die richtige Kernel-Version und welche Linux-Distro ist denn das Beste und welchen I/O-Scheduler und gibt es denn nicht doch irgendwo noch einen obskuren Parameter, den jemand aus reiner Bösartigkeit versteckt oder aufgestellt hat, nicht? Und ich kann euch garantieren, dass die aufgeführten Themen, über die wir hier sprechen, also RAID-Level, Kernel-Versionen, solche Dinge, eigentlich nur in Ausnahmefällen das Problem lösen. In der überwiegenden Zahl der Fälle sind es irgendwelche anderen Dinge. Und um es mal direkt auf den Grund zu bringen,
wenn jemand sagt, die Database ist langsam, was das eigentlich in Wirklichkeit bedeutet, ist, dass irgendwelche komischen Queries nicht zurückkommen. Das heißt nicht, die Database, es ist alles so langsam, heißt, du hast eine Abfrage abgeschickt, es geht nichts weiter, das Ding kommt nicht zurück. Und in diesem Sinne ist die Lösung sozusagen immer in den Queries, ja. Wenn du Kopfweh hast, schaust du dir auch nicht den Wetterbericht an. Ja? Also vielleicht ist das Problem ja woanders. Ne? Und ungefähr so ist es bei den Databases auch. Lustigerweise schauen die meisten auf irgendwelche Sachen, aber nie auf die Queries selber. Nicht? Ist eigentlich lustig. Ne? Also die werden dann lustige Bilder gemalt und so weiter. Das heißt, die ewige Wahrheit in diesem Kontext besagt, Queries verursachen Load. Es ist so dämlich, wie es klingt. Es ist so einfach, wie es klingt. Queries verursachen Load. Und solche Dinge wie IO-Wait, CPU-Aktivität, User Experience, Storage-Bedarf und so weiter, das ist eigentlich das Symptom. Das ist nicht die Ursache. Also die Ursache ist nicht, dass die CPU sich denkt, oh, mir ist fad, ich könnte was rechnen. Ne? Sondern das Thema ist eigentlich, es schickt jemand irgendwas hin und dann passiert irgendwas. Das heißt, wir sollten eigentlich über das Etwas nachdenken und nicht über die Konsequenzen des Etwas. Ja? Also die Lösung ist meiner Meinung nach in der Regel in den Queries. Queries verursachen Load. Und was da sehr oft passiert ist, man sieht sich die falschen Parameter an. Also ein typischer Fall, wir haben Load 10. Ist das gut oder schlecht? Und dann kann man sagen, das ist vollkommen irrelevant, weil Load 10 könnte bedeuten, eine analytische Query, die einen Haufen Cores benutzt, das ist Load 10. Das willst du. Du willst nicht Load 1 auf einer großen Maschine, auf der du alleine bist, wenn du Analytics machst. Du willst die Hardware ausnützen. Also in diesem Sinne ist Load 10 eine gute Nachricht. Die zweite Sache, Load 10 könnte bedeuten, du hast wirklich ein Problem, weil wirklich irgendwas nicht passt. Aber Load 10 kann auch bedeuten, es fehlen drei Indizes, es ist einfach mies. Nicht? Das heißt, der Informationsgehalt von vielen dieser Dinge, die man sich ansieht, sind wirklich nur im Kontext zu sehen. Man kann nicht sagen, Load 10 ist mies, Load 9,8 ist super, Cache-Hitrate 10%, 90% ist super oder was auch immer. Wenn du 50 Terabyte Daten hast, ist deine erwartete Cache-Hitrate bei einer analytischen Workload 0. Gibt aber auch Szenarios, wo 95% Cache-Hitrate bereits ins komplette Verderben führen. Okay? Also diese Dinge sind niemals ohne Kontext zu sehen. Das heißt, man muss immer aufpassen, wenn da jemand so mit, die Cache-Hitrate sollte 90% betragen. Gerne, mach's mit 50 Terabyte. Ja? Und das wären dann über den Daumen gerechnet 45 Terabyte RAM, die wirst du nicht haben. Ne? Das heißt, man muss sozusagen diese Dinge schon ein wenig im Kontext sehen. Und an dieser Stelle, wie gesagt, ich bin ein großer Freund von Monitoring. Ich bin aber auch der Meinung, dass wenn du die Zahlen nicht verstehst, die der Bund angemalt ist, macht es keinen Sinn. Nicht? Also deine Tankuhr in deinem Auto kann noch so hübsch sein, wenn du keine Ahnung hast, was Sprit ist, wird dir diese Info nicht sagen. Das heißt, man sollte Monitoring schon in diesem Kontext sehen, dass das Monitoring ist eine automatisierte, angemalte Zahl. Und wenn du die Zahl nicht verstehst, wird das Monitoring nichts bringen. Egal, ob sie angemalt, aufgepinselt, alertet oder sonst was ist. Ne? Also wenn der Alert sagt, weniger als 90% Cache-Hitrate, dann ist auch diese Information sinnlos, wenn du sozusagen nicht interpretieren kannst, was das bedeutet. Ne? Ich gebe euch ein Beispiel. Wir hatten meinen Kunden vor einigen Jahren, das immer in der Nacht hat das Monitoring Long-Running Queries reported. Ich glaube, jede Woche haben die indischen Kollegen da irgendwie sich beschwert, dass da immer noch sozusagen long-running Queries sind. Und es war den Leuten nicht beizubringen, dass das in einem Backup einfach passiert. Nicht? Das heißt, in dem Moment, wo du nicht verstehst, was da abgeht, ist es meistens relativ schwer, sozusagen diese Probleme zu lösen. Und darum mein Plädoyer, bitte seht diese Dinge immer im Kontext, geht es einmal wirklich auf die Queries los, um dann zu verstehen, was da wirklich los ist. Und da werden wir uns jetzt einige so Highlights anschauen, die da so üblicherweise vorkommen. So, Punkt 1, der Goldstandard.
1971, glaube ich, von Richard Nixon abgeschafft, temporär, vorübergehend, also vorübergehend seit 50 Jahren. In diesem Sinne, PGSTAT Statements ist meiner Meinung nach so ungefähr der Goldstandard, um irgendwie rauszufinden, was auf dieser Kiste los ist. Und darum werden wir uns da jetzt relativ viel Zeit nehmen, um uns mal anzuschauen, was da passiert. Punkt 1. Dieses PGSTAT Statements ist in Postgres dabei. Man kann das als Modul aktivieren, was man unter allen Umständen meiner Meinung nach auch tun sollte. Und PGSTAT Statements sammelt dann im Shared Memory haufenweise Laufzeitinformationen. Das heißt, ich sehe, welche Query ist sozusagen wie oft aufgerufen worden, hat welche Ausführungszeit gehabt und so weiter und so fort. Das heißt, ich sehe, welche Art von Query wie oft. So, und wenn ich jetzt ein Performance-Problem suche, gibt es mehrere Möglichkeiten. Selten oder lang oder oft und so weiter. Ne? Das heißt, wenn man sich das ansieht, in dieser System-View sieht man eigentlich bereits, ich würde mal sagen, 95% aller Themen. Und darum werden wir uns das im Detail jetzt mal durchschauen. Das heißt, man sieht mal Queries. Das heißt, wenn ich sage, where x ist 3, der nächste sagt, where x ist 7, der nächste sagt, where x ist 2, der nächste sagt, where x ist 57, dann wird Postgres diese Queries normalisieren und addieren. Das heißt, er wird in die Query wird er reinschreiben, where sozusagen x gleich Fragezeichen. Das heißt, PGSTAT Statement gruppiert gleichartige Queries. Where x gleich 3, where x gleich 5 ist für das System komplett dasselbe. Das ist alles where x gleich Fragezeichen. Das heißt, ich sehe, welche Art von Query ist es denn? Und jetzt werden da einige Dinge gespeichert. Also was ich jetzt habe da, ist für Stand Postgres 13. Das erste, was ich mal sehe, ist die Zeit, die der Optimizer braucht. Das heißt, Total Plan Time, Mean Plan Time, Max Plan Time, Mean Plan Time und die Standardabweichung. Wenn ich eine Abfrage habe, Select Stern from Table, where x gleich 3, und das ist alles indiziert und das ist alles in Ordnung, dann wird die Planungszeit sehr häufig ein durchaus relevanter Anteil an dieser Query sein. Das heißt, ich kann mal schauen, sozusagen, wie teuer ist eigentlich der Query Optimizer für diese Art von Query und wie oft sind eigentlich Pläne erzeugt worden. Das heißt, wenn man so typische 0815 Abfragen hat, so im Telefonbuch, wer Name gleich Hans, wer Name gleich Sepp, wer Name gleich was auch immer, ist eigentlich die Planungszeit schon ein relevanter Faktor. Je teurer und je umfangreicher die Queries werden, umso irrelevanter wird das Ganze. Also bei einer analytischen Abfrage, die 2 Stunden läuft, wird die Planungszeit von einem Bruchteil einer Millisekunde oder so nicht wirklich relevant sein. Also auf Planungszeit sollte man eigentlich dann schauen, wenn es millionenfach passiert. Also diese kurzen Queries sind da relevant. Und nach diesem Schema Total Time, Mean Time, Max Time und Standard Deviation, nach diesem Muster funktioniert eigentlich diese komplette System-View. Das heißt, im ersten Schritt habe ich mal Planungszeit. Und im nächsten Schritt kriege ich dann Ausführungsinformation. Das heißt, ich sehe, wie oft ist diese Query ausgeführt worden und was war die Total Exec Time? Was war sozusagen die gesamte Ausführungszeit? Und wenn ich jetzt sozusagen auf dem System rausfinden möchte, was frisst denn meine Zeit, wäre vielleicht Select Stern von PGSTAT Statements Order by Total Exec Time Descending, wahrscheinlich eine sehr gute Idee. Weil nach Ausführungszeit absteigend zu sortieren, hat die coole Eigenschaft, dass die Dinge, die am meisten Zeit brauchen, oben stehen. Das heißt, die kann man das eigentlich dann sehr, sehr genau durchschauen. Was an dieser Stelle auch relevant ist, nämlich nicht nur die Durchschnittszeit, sondern auch die Standardabweichung. Gebe ich ein Beispiel. Wenn du dich in Kairo auf dem Hauptplatz stößt und schreist Mohammed, ja, machen ungefähr 6 Millionen Leute das Fenster auf. Ja, weil dort einfach alle gleich hassen.
Wenn du den Kairo am Hauptplatz stößt und sagst, wo er Name gleich Karl, dann machen 5 Leute das Fenster auf. Okay? Nicht 6 Millionen. Das heißt, offensichtlich ist das zwar dieselbe Query, aber sie hat auch unterschiedliches Laufzeitverhalten, weil einfach die Datenmengen unterschiedlich sind. Das heißt, ich sehe mit meiner Standard Deviation relativ gut, ob die gleich verteilt sind halbwegs, ob es da massive Schwankungen gibt und so. Und das ist relativ wichtig, weil manchmal sagen die Leute nicht, es ist alles so langsam, sondern manchmal ist die Ansage, es ist manchmal so langsam. Und da stellt sich, wie gesagt, immer noch die Frage, was, wann, warum? No? Und da gibt es eigentlich einige recht schöne Methoden. Das heißt, Calls, wie oft, gesamte Ausführungszeit, und das ist auch relevant. Wenn du eine Query hast, die 500 Milliarden Zeilen zurückgibt, das dauert. Okay? Das heißt, es ist manchmal auch relevant zu sehen, wie viel kommt denn da überhaupt zurück, um irgendwie einen Eindruck zu kriegen, sozusagen, wie teuer kann das sein? Weil einfach Millionen Ergebnisse zurückzugeben die ganze Zeit, ist keine gute Idee. Um der Frage vorzubeugen, diese Zahlen sind kumulativ. Das heißt, da wird einfach aufaddiert. Ne? Und wie gesagt, man kann das Ganze natürlich auch resetten und so weiter. Aber prinzipiell sind die Zahlen mal aufaddiert. So, das war mal die Ausführungszeit. Planungszeit war vorher. Jetzt haben wir Ausführungszeit. Und jetzt geht es eigentlich schon weiter an das Speicherverhalten. Das heißt, wenn dein Monitoring dir sagt, deine Cache-Hit-Rate ist mies, dann heißt das ja nicht, dass deine Cache-Hit-Rate über das gesamte System hinweg mies ist. Sondern das sagt eigentlich, die Cache-Hit-Rate für eine spezifische Query ist mies. Der Rest ist ja eh in Ordnung. Okay? Select Stern von 10 Terabyte oder Select Count Stern von 10 Terabyte wird nicht mal durch den Postgres-Cache durchgehen. Der wird nicht einmal im Cache nachschauen für die Query. Die Cache-Hit-Rate wird 0 sein. Das heißt, die Frage ist, welche Queries haben welche Cache-Hit-Rate? Das heißt, ich sehe da drinnen, die Shared Blocks Hit sind die 8 Kilobyte Blöcke, die sozusagen im Postgres-Cache gefunden worden sind. Und die Shared Blocks Read ist quasi alles, was nicht aus dem Postgres-Cache kommt und vom Betriebssystem angefragt wird. Das kann sein File-System-Cache, das kann aber auch sein Disk oder Controller-Cache oder sonst irgendwas. Das ist nicht Disk.io per se, das ist eigentlich nicht Postgres. Das kann, wie gesagt, File-System-Cache oder sonstiges sein. Dann gibt es noch die Local-Buffers. Das sind die Dinger, die entstehen, wenn man eine temporäre Tabelle anlegt. Ja? Also Create Temporary Tables sind Local Buffers. Nicht zu verwechseln mit temporären Files. Ja, das ist wieder was anderes. Also Local Buffers sind einmal ganz dedizierte temporäre Tabellen. So, und dann gibt es noch diese Dirtied. Es gibt den Fall, dass Postgres bei manchen Leseoperationen auch ein bisschen IO machen muss, also ein bisschen schreiben muss. Das heißt, oder wenn es ein Update gibt oder so, wird auch geschrieben. Das heißt, wenn ich da sage Dirtied, dann heißt das sozusagen, wie viele Blöcke sind markiert worden, damit sie in weiterer Folge sozusagen auf die Disk geschrieben werden müssen und wie viele sind wirklich geschrieben worden, weil es sozusagen nicht mehr anders gegangen ist. Genau. So, dann gibt es dann noch was. Dann gibt es diese Temp Read und Written. Das ist jetzt die temporäre IO. Wenn du sagst, Select Stern from 20 Gigabyte oder bei 5 Spalten und du nicht genug RAM hast, um das im RAM zu tun, muss der auf der Disk sortieren. Also Select bla 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 from Table oder bei was auch immer. Wenn das zu groß ist, dann muss der auf der Disk sortieren. Und das sind dann diese Temp-Blocks. Ne? Das heißt, so sehe ich, welche Query produziert mir temporäre IO. Was auch sehr wichtig ist, sind diese Block-Read-Time und Block-Write-Time. Wenn du jetzt drauf kommst, okay, diese Art von Query hat eine Stunde gedauert in Summe, dann wäre es doch interessant zu wissen,
wie viel davon ist IO-Zeit und wie viel davon ist wirklich Rechenzeit. Die Frage, die ich beantworten möchte, ist, wenn wir noch 50 Disken mehr kaufen, wird es dann schneller oder nicht? Die Frage kannst du nur beantworten, wenn du weißt, wie viel Zeit von deiner Stunde wirklich für IO drauf geht. Okay? Das heißt, dafür macht es Sinn, dieses Blocks Read und Temp Blocks Written, also diese Block Read Time und Block Write Time anzuschauen, einfach um rauszufinden, sozusagen bin ich IO-bound oder ist das eigentlich eh alles Rechenzeit? Weil sonst kaufst du dir für einen Haufen Schotter IO oder mietest dir für einen Haufen Schotter IO, aber du hast gar keine IO. Okay? Und das sehe ich wirklich für jede Query. Das heißt, ich kann die Frage, wird schneller, nicht mehr beantworten im Sinne von, ja, es wird vielleicht schneller, sondern ich kann wirklich sagen, das wird schneller, bei dem ist egal, dort sehen wir keinen Effekt. Ja? So, und dann gibt es noch ein bisschen Info über Transaction Log Erzeugung. Ja? Aber im Wesentlichen ist das sozusagen die Systemview, wo drinnen steht, wo ich herausfinden kann, wo ist einmal mein Problem. Das ist mal hoch essentiell. So, und da habe ich jetzt eine kleine Query zusammengebaut, die BGStart Statements so analysiert, dass man eigentlich einmal sehen kann, wie denn sowas aussehen könnte. Das heißt, ich sage oben einmal Select Substring. Das habe ich nur gemacht, damit es auf eine Seite passt. Ja, also man kann sich durchaus die ganze Query anschauen, das macht schon Sinn. Aber ich habe den Substring nur gemacht, damit es in der Kommandozeile auf der Seite passt. So, dann sehe ich, wie viele Calls sind das, dann sehe ich die Total Time gerundet, sind in meinem Fall 243 Sekunden, also 243.000 Millisekunden. Und das Ganze habe ich jetzt einfach in Relation gesetzt. Das heißt, ich sage 100 mal die aktuelle Zeile dividiert durch die Summe aller Zeilen ist jetzt der Prozentanteil. Dass ich sehe, die Query da oben, 34% Gesamtanteil, die hat 8% Gesamtanteil, die hat 5% Gesamtanteil, die hat 2% Gesamtanteil. Das heißt, wenn du irgendwo eine Query drinnen ist mit 1% Gesamtzeit, die wird mein Problem nicht sein. Das heißt, wenn man diese Dinge wirklich von oben nach unten liest, kriegt man eigentlich einen sehr guten Eindruck, wo geht mein IO verloren, wo geht meine Zeit verloren. Das heißt, diese Query ist ein bisschen ein Blueprint. Das kann ich machen mit IO-Zeit, das kann ich machen mit Planzeit, das kann ich machen mit Total Time, was eigentlich meiner Meinung nach die höchste Aussagekraft hat. Ja? Also das mit Total Time zu belegen. Okay? Also wie gesagt, ich würde sagen, das ist so ziemlich die wichtigste Query, die man sich merken kann, in verschiedenen Ausgestaltungen. Aber da sehe ich einfach, okay, da sind 34% der Zeit, das ist dreimal aufgerufen worden, was ist denn da los? Warum dauert die, weiß ich nicht, 5 Minuten? Ne? So in die Richtung. Also das ist schon sehr, sehr gut. Okay? Das ist einmal nur der Analyseteil. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich auf irgendwelche Verbesserungsmaßnahmen zu versteifen, wenn man überhaupt keinen Plan hat, wo die Zeit verloren geht. Das heißt, man sollte eigentlich mehr Aufwand reinstecken in welche Queries verbrennen die Zeit, als an irgendwelchen dummen Grafiken oder Illusionen oder könnte sein, muss sein und so weiter. Ich schwöre euch, ich suche immer am falschen Fleck. Ich habe einen Fall gehabt in Deutschland, Universitätsverwaltung, da war der Performance-Bottleneck das Lesen der Postleitzahlen-Tabelle. Da hat der Index gefällt. Kommst du nie drauf, ja, normalerweise. Okay? Aber da sehe ich, schaut wirklich in die Queries rein. Und wenn ich die Query habe, dann muss ich sie zerlegen. Execution Planner anschauen, schauen, ob alle Indizes da sind und so weiter. Aber wenn ich die Query nicht finde, ist alles andere komplett sinnlos. Okay? Das heißt, legst du wirklich einen gewissen Aufwand rein, diese Queries wirklich euch im Detail anzuschauen. Wie gesagt, diese Query ist jetzt nur ein Blueprint, kann man ausgestalten, wie man möchte. Okay? So, der Klassiker. Fehlende Indizes. Ich formuliere es mal so, ich glaube, es wäre möglich, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, recht bescheiden, wenn man nichts anderes könnte, als nur Indizes erzeugen.
Das würde wahrscheinlich für einen bescheidenen Mindestlohn wahrscheinlich sogar reichen. Das ist einfach der Klassiker. Die Leute machen irgendwelche Dinge und vergessen dann irgendwo einen gut strategisch gesetzten Index. Und das führt dann zu lustigen Dingen. Das muss auch so sein, weil, nehmen wir an, das ist eine Abfrage, die dauert ohne Index eine Sekunde und mit Index eine Millisekunde. Das heißt, einmal daneben greifen ist so teuer wie tausendmal recht haben. Also eine Millisekunde gegen eine Sekunde heißt, ich kann tausend von denen ausführen, bevor sie so teuer werden wie eine von den falschen. Das heißt, da müssen nicht viele Indizes fehlen, damit das System im Eck ist. Ja, also da reichen 1 bis 2, 3, je nachdem. Ne? Also legt der größten Wert drauf, das soll halt immer eines der ersten Dinge sein, einfach ein Sanity Check über die Indizes. Und das ist wie, ich habe fast daneben geschossen. Ja? Fast daneben geschossen ist ein Kopfschuss. Okay? Das heißt, es gibt kein, ja, passt eh halbwegs, sondern entweder es stimmt oder es stimmt nicht. Ja? Also die Downside bei diesen Dingen ist einfach enorm. Ne? Das heißt, das sollte wirklich, passen. So, wie finde ich das raus? Diese zwei Spalten, die ich da markiert habe im BGStat User Tables, sind wirklich die zwei meiner Meinung nach am meisten unterschätzten Spalten in dem gesamten System. Okay? Das heißt, wie oft ist die Tabelle sequenziell gelesen worden und wie viele Zeilen habe ich dabei gesehen? Das heißt, wenn ich jetzt 1 Million Einträge in einer Tabelle habe und ich lese die 1 Million Mal, dann kannst du die Zahl ohne Nullen zählen nicht mehr lesen. Okay? Das heißt, wenn du 1 Million Mal 1 Million Zeilen liest, wenn du einen Index vergessen hast, dann ist das eine richtig, richtig scheiß Idee. Wo kommt das her? Entweder man hat es einfach übersehen oder es ist der andere Klassiker ist, man hat eine Tabelle irgendwo auf einer Seite, man zeigt 50 Einträge an und unten steht Seite 1 von 720.000. Das ist ja eigentlich 720.000 Seiten gezählt, um vorn 20 Einträge darzustellen. Ich kann euch versprechen, kein Schwein wird jemals auf die 300.000. Seite klicken. Und ich kann euch auch versprechen, niemand wird nachzählen. Fix nicht. Und ich kann euch auch versprechen, der Informationsgehalt ist vollkommen irrelevant. Das sind zu viele. Das heißt, wenn ich sage, ich frage vielleicht 1001 ab, dann kann ich sagen, okay, mehr wie 1000 Ergebnisse. Stört in der User Experience genau gar nicht, aber sorgt dafür, dass das System einfach nicht 30 Millionen Zeilen erholt, nur weil jemand eine dumme Query eingibt. Und diese 30 Millionen Zeilen Query ist natürlich wieder so teuer wie eine Million Abfragen, die 5 Zeilen suchen. Ne? Also nur von der Relation her. Also versucht diesen Schwachsinn zu vermeiden, ja. Das kriegt man nicht. Also Select Count Stern auf 60 Millionen Zeilen kriegst du nicht getuned. Okay? Man kann schon beschleunigen, aber dann bist du halt tot, wenn er mit 100 Millionen Zeilen kommt. Das ist vollkommen wurscht. Ne? Also versuchst du das echt zu vermeiden. Und das sind die zwei Spalten, die sozusagen diese Info ausgeben. Es kann also durchaus sinnvoll sein, nach dieser Spalte da, nach diesem SIGTAB-RED absteigend zu sortieren, weil dann sehe ich mal, okay, auf welcher Tabelle gibt es denn enorm viele Seek-Scans? Die werden ihn nie loswerden, wenn ich Exports habe, wenn ich Aggregierungen habe, wenn was auch immer. Ich werde sie nie loswerden. Aber 1 Million Mal, 1 Million Zeilen lesen, das ist scheiße, egal wie ich es drehe. Ne? Tu es nicht, ist die Idee dahinter. Okay? Das ist der absolute Klassiker. Dann möchte ich noch eine Kleinigkeit herzeigen, die in jüngster Zeit meiner Meinung nach ein bisschen häufiger geworden ist. Exzessiver Buffer-Usage oder exzessive Block-Usage, wie man sagen möchte. Ich habe dann echten, zuerst mal zu den Symptomen. Also ich habe dann weiter hinten einen echten Execution-Plan, den ich vor 2, 3 Wochen einmal gesehen habe und den ich anonymisiert habe. Aber wie gesagt, der zeigt ganz gut, wo es da hingeht. Also, was ist das Problem? Instabile Laufzeiten, I.O. ohne Ende und ganz seltsame Cache-Hit-Rates. Das ist so unnatürlich
scheiß User Experience, völlig klar. Schauen wir uns jetzt einmal diesen Execution Plan an. Ich zeige euch nicht mal die Query. Dann gehen wir es einmal durch. Aha, oben, da kommt offenbar eine Zeile raus. In Wirklichkeit sind es 25, kein Problem. Also offenbar ist das Ergebnis vollkommen wurscht. 25 Zeilen, aber 40 Sekunden Laufzeit. Und ich schwöre euch, das ist lang. Also wenn du einen Button klickst und es kommt eine Minute lang nichts, das ist schon relativ zäh. Und wenn man jetzt sozusagen bei Explain alle Flags einstellt, also Analyze und Verbose und Timing und was der Kuckuck, dann gibt es dort den Buffer Usage. Und da steht jetzt 937.008 Kilobyte Blöcke sind im Cache gefunden worden und 285.000 Blöcke sind vom Betriebssystem geholt worden. Und jetzt denken wir mal drüber nach. 1 Million 8K Blöcke sind in Summe 8 Gig. Okay? Wenn das im RAM ist, hat das eine reale Chance, fertig zu werden. Aber wenn das nicht im RAM ist, sondern wirklich auf der Disk, irgendwo random herum, dann kostet ein einziger 8K-Block auf einer SSD, host me, wenn ich da jetzt irgendwie lies, 0,1 Millisekunden. Und jetzt rechnen wir mal 1,2 Millionen Blöcke mal 0,1 Millisekunden. Das ist scheiße. Also das dauert einfach. Oder auch wenn ich nur rechne, ich habe jetzt da sagen wir mal 10 Gig I.O. und ich rechne 500 MB die Sekunde. Dann sind alleine das 20 Sekunden. Okay? Und wenn ich mir da jetzt die I.O.-Zeit anschaue, diese 285.000 Blöcke haben 33 Sekunden I.O.-Zeit verursacht. Wenn diese 285.000 Blöcke im RAM sind, läuft die Query um 33 Sekunden schneller. Wenn das alles von der Disk kommt, vervierfacht sich diese Zeit. Dann wird aus diesen 33 Sekunden, wären dann 120 Sekunden. Also ich habe 2 Minuten nur IO-Zeit. Weil es einfach so ist. Das heißt, die Cache-Hit-Rate entscheidet, ob ich 2 Minuten I.O. mehr oder weniger habe. Und da passieren dann so lustige Dinge wie, am Abend läuft das hervorragend, weil den ganzen Tag nichts anderes passiert ist. In der Früh läuft es immer scheiße, weil das halt genau gerade nicht im Cache ist. Okay? Das heißt, diese Bufferanzahl, das heißt einfach nur die Anzahl der Blöcke, die da verwendet wird, kann schon ein Indikator für die Laufzeitinstabilität des Zeugs sein. Das wird komplett unterschätzt. Das heißt, ich frage es ab, bei mir geht es eh. Na klar, weil ich es vorher 25 Mal probiert habe. Ne? Bei mir war es nicht im Cache, bei dir jetzt schon. Ne? Gib was anderes ein oder wir sehen, es wird Hölle. Ne? Das ist sehr instabiles Laufzeitverhalten, wenn ich sehr viele Blöcke einfach prinzipiell benötige, weil ich einfach viel öfter die Chance habe, daneben zu greifen. Ne? Wie man das fixt, ist jetzt ein komplett anderes Thema. Da muss ich mir die Query anschauen. Aber prinzipiell mal die Awareness, dass das ein Riesenfaktor sein kann, wollte ich einfach damit mit auf die Reise geben, weil die Leute das nicht so am Schirm haben. Also die Leute haben vielleicht einen fehlenden Index am Schirm, die Leute haben nur Konfigurationsparameter am Schirm. Aber diese Dinge gehen oft unter. Aber die haben einen riesen Impact in diesem Kontext. Und darum dachte ich, dass das könnte schon Sinn machen, das vielleicht herzuzeigen an dieser Stelle. Das nächste riesige Thema ist Table Bloat in Postgres. Table Bloat ist ein Wahnsinnsthema. Und auch da sollten wir vielleicht einmal kurz drüber reden. So. Wie entsteht denn eigentlich Table Bloat? Postgres verwendet sogenanntes MVCC. Das heißt, wenn eine Zeile geupdatet wird, dann wird die nicht überschrieben, sondern sie wird kopiert.
Warum passiert das? Weil sonst Rollback, Rollback nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich Update, wenn das überschreiben würde, wäre die Zeile weg. Ne? Dann kann ich kein Rollback mehr machen, habe ich keine Transaktionen mehr. Das heißt, Update dupliziert die Zeile. Und dann gibt es halt noch ein paar einige relevante Themen, wo es einfach darum geht, wann kann denn die Kopie dieser Zeile weg? Und dazu wird eine kleine Grafik vorbereitet. Also wenn ich links sozusagen eine Transaktion starte und ich selektiere, dann läuft das linke Select, sieht man den Mauspointer? Ja. Also dann läuft das linke Select wie in einer Blase. Das heißt, dieses linke Select sieht immer dieselben Daten. Wurscht, was rechts passiert. Dass das Select selber läuft immer auf eingefrorenen Daten. Das heißt, wenn du rechts jetzt ein Delete passiert, darf diese Zeile nicht gelöscht werden, weil es könnte ja noch ein Rollback geben. Dann darf sie ja nicht gelöscht sein. Sie darf aber aus dem zweiten Grund nicht gelöscht werden, weil ich dann dieser Transaktion den Datensatz wegziehen wird. Wenn jetzt rechts ein Commit passiert, darf diese Zeile immer noch nicht gelöscht werden, weil ich sonst immer noch dieser Query da links die Daten wegziehen wird. Das heißt, der frühestmögliche Zeitpunkt, wo diese Zeile weg darf, ist das zweite Vacuum da unten. Nicht dieses Vacuum. Weil dieses Vacuum weiß, okay, dieser Datensatz wird noch gesehen. Das heißt, es gibt mehrere Gründe, warum Table Bloat entsteht. Ich habe kürzlich einen Fall gehabt in Deutschland. Eine Tabelle mit einem Eintrag, ein Eintrag, ist auf 7 Terabyte hochgegangen. 7 Terabyte, also niemand merkt vorher natürlich, eh klar. Ne? Warum? Weil irgendwelche langen Transaktionen irgendwo anders im System offen blieben sind. Das, was ich da aufgezeichnet habe, ist keine Tabelleneigenschaft, sondern wenn in deiner Database eine Transaktion offen ist, dann kann kein Datensatz gelöscht werden, der von dieser Transaktion potenziell noch gesehen werden könnte. Okay? Ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, dieser Table Bloat ist natürlich, wenn du jetzt eine Tabelle hast, die hat einen Eintrag, aber die braucht 7 Terabyte Platz, ist relativ klar, warum das performance-technisch suboptimal sein könnte. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst vacuumen ohne Ende. Wenn es gleichzeitige lange Transaktionen gibt, darf der das nicht wegräumen. Und wenn du einmal in diesem Szenario drinnen bist, ist es meistens relativ schwer, da rauszukommen wieder. Da gibt es eine sehr nette Extension, die ist bei Postgres dabei. PG-Stat-Tuple, da kann ich den Bloat messen. Das heißt, ich sehe sozusagen, wie groß ist die Tabelle, wie viele Zeilen sind drinnen, wie viele Plots wird da okkupiert und wie hoch ist der Füllgrad. Und wenn sozusagen diese Dead und diese Free sehr hoch sind, habe ich eine Menge Table Bloat. Das heißt, ich kann nicht nur vermuten, ob ich Table Bloat habe, ich kann es auch messen, ob ich Table Bloat habe. Und jetzt diese PG-Stat-Tuple-Extension. Okay? Also wenn ihr das Gefühl habt, okay, das gibt es ja nicht, da sind ja nur 3 Einträge drinnen, warum ist das so riesig? PG-Stat-Tuple ist die Lösung für dieses Problem. Okay? So, jetzt nehmen wir an, ich bin Table Bloat positiv. Dann gibt es dann natürlich auch Lösungen, das Ganze wieder loszuwerden. Ich kann ein Vacuum Full machen, das schreibt die Table neu. Hat jetzt den entscheidenden Nachteil, es sperrt die Table. Bedeutet ganz konkret, wenn ich jetzt einen Terabyte habe und ich muss den neu schreiben, habe ich dann vielleicht nachher nur mehr 200 Gig, aber ich habe 200 Gig lang und einen Terabyte lesen Downtime gehabt. Ne? Mehr oder weniger, weil die Tabelle gesperrt ist. Ne? Das heißt, Vacuum Full braucht einen Table Lock und der dauert umso länger, je größer die Table ist. Das heißt, wir haben da Extension geschrieben, sogenanntes PG Squeeze. Das sozusagen zieht sich eine Kopie der Daten und appliziert die Changes. Das braucht nur einen sehr kurzen Table Lock sozusagen und löst damit dieses Table Bloat Problem. Meiner Meinung nach sehr gut. Wie gesagt, kann man bei uns von der Seite runterladen, ist glaube ich mittlerweile auch für die meisten Dinge paketiert und ist wirklich cooles Zeug. Also das kann wirklich dann die Probleme lösen, wenn du den Table Bloat schon nicht mehr los wirst. So, ja.
Finally, Digistat Statements, der Goldstandard, um überhaupt einmal rauszufinden, wo das Problem liegt. Digistat User Tables, ganz essentiell, um 70% der Probleme zu lösen, die da fehlende Indizes sind. Und wie gesagt, noch ganz kurz, Table Bloat und Excessive Buffer Usage. Also Leute, das war jetzt eine ganz kurze Einführung in einige der Highlights, unter denen die meisten leiden. Das ist nicht alles. Also da kann man noch eine Woche drüber weiterreden. Aber es sind meiner Meinung nach wirklich vier Themen, die wirklich jeden betreffen. Ja, also das sind so die Klassiker, die wirklich jeden betreffen. Und das wollte ich einfach kurz mal als Einstieg ans Herz legen, wie man mit diesen Dingen umgehen kann. Ja, wie üblich, Twitter abonnieren, Facebook, Social Media, wir haben einen YouTube-Kanal mittlerweile und so weiter. Und an dieser Stelle die Fragen. Gibt es Fragen zum Thema? Ja, eine Frage ist gleich am Anfang schon gestellt worden. Und zwar geht es um die View Performance. Da war eigentlich die Frage, wenn man von einer View nur einen Teil der Spalten selektiert, werden dann auch die berechnet, die nicht selektiert werden. Also es war ein Beispiel, wo man ein Create View hat, wo Min, Average und Max von einem Feld berechnet werden und danach wird dann nur das Min, glaube ich, die erste Spalte selektiert. Auch im IRC-Chat. Ja, das kann zum ganz anderen Plan führen. Bei diesen Aggregaten kommt noch was dazu, wenn ich jetzt sage Zoom-Count und Average, gibt es in Postgres sogenannte Shared State Aggregates. Das heißt, die können Zwischenergebnisse teilen. Das heißt, damit die sozusagen ein Average berechnen kann, brauche ich eine Summe und einen Count, ne? Das sind sogenannte Shared State Aggregates heißen die. Das kann zu unterschiedlichen Plänen führen. Also das kann verschiedene Gründe haben. Also das kann Joint Pruning sein, das kann was auch immer sein. Prinzipiell ist eine View sowas wie Select Stern from Select as View Name. Also View wird quasi geinlined und der Optimizer versucht es dann loszuwerden. Okay? Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Sie sind noch reingekommen. Eine weitere Frage, da geht es um Zeitseriendaten, wie man die sinnvoll speichern und für Auswertungen auslesen kann. Ein Beispiel ist gegeben worden, 1000 Mal ein Jahr lang pro Sekunde einen Float oder Real Value plus Timestamp plus UUID. Das war 1000 pro Sekunde, also ein Jahr hat 365 mal 86.000 Sekunden mal 1000 ist ein Haufen. So habe ich es verstanden. Und ja. Soll man das in separate Tables speichern, alles in eine Table? Oder ist das überhaupt eine blöde Idee? Ja, das wird man partitionieren, weil das Cleanup ist ein Thema. Wenn du jetzt sagst, okay, nehmen wir an, du hast 20 Milliarden Zeilen und du willst eine Milliarde löschen, dann ist das Delete where eine Milliarde, ne? Also dann musst du die erst suchen. Also muss quasi erst einmal eine Milliarde aus 20 Milliarden suchen. Dann muss Vacuum die Leichen wegräumen. Dann muss er die Indizes bereinigen und so weiter. Das heißt, das ist so ein klassischer Fall für partitionierte Tabelle. Was bei Zeitserien eine gute Idee ist, ist die Daten vorsortiert abzulegen und mit einem Print-Index zu indizieren. Oder was auch richtig, richtig cooler Stoff ist, ist diese Swarm64-Extension mit den Column Stores. Also die Lösung für Time Series ist eigentlich Column Stores, aber ist noch in Arbeit. Denke, was wirklich gut ist, diese Swarm Extension bei richtig großen Time Series. Ja, sonstige Fragen. Genau. Ja, vielen Dank. Bis jetzt sehe ich jetzt noch keine weitere Frage, aber wir warten vielleicht einfach noch eine Minute, falls jemand noch am Tippen ist. Genau, dann habe ich noch eine Frage, die ist eher allgemein zur Performance von Binärdaten in PostgreSQL, aber die ist nicht näher ausgeführt.
Naja, schneller wie ein Filesystem ist es nie. Das heißt, es ist sicher langsamer wie ein Filesystem, hat natürlich den Vorteil der transaktionalen Integrität und hat somit den Vorteil, dass die Daten mit den Metadaten konsistent sind. Also schön ist das nicht performancemäßig, aber es hat halt einfach den Vorteil der impliziten Integrität. Ne? Ja. Gut, dann sage ich mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich wünsche allen noch einen schönen Samstag an dieser Stelle und ich hoffe nächstes Jahr wieder face-to-face real. Ja, yes, dann sage ich auch danke und hier in diesem Saal geht es dann um 12 Uhr weiter mit Photovoltaics and how to use them in your DIY electronics projects. Von René Schickbauer. Vielen Dank. Ciao.